Stell dir vor, neben dir fährt ein echter Traumwagen. Was denkst du dann? Wie viel er kostet? Wie schnell er beschleunigt? Ich sag dir, was ich denke. Ich sehe Potenzial, die Grenzen des Machbaren, den kurzen Moment, in dem alles auf dem Spiel steht. Ich sehe mich, wie ich gewinne. Morgen! Der Boss hätte jetzt gern sein Auto. Ja. Ja, ich bin gleich da. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge von Need for Speed Payback. Wir sind der Fahrer von Marcus. Zeit für etwas Spaß. Der Boss trifft sich heute mit irgendeinem hohen Tier vom Haus. Es übernimmt die Stadt Block für Block, sorgt dafür, dass sein Auto nach dem Meeting bereitsteht. Machst du Witze? Ich habe vor, ein paar Speedtrap-Zeiten zu posten. Wie oft kriege ich schon die Chance, mit Weirs DB11 eine Runde zu drehen? Marcus Weirs heißt er und der DB11 ist natürlich echt eine geile Schüssel. Hat der Boss jetzt davon, dass er Racer einstellt? Das ist Vergangenheit. Der Deal lautet, keine Rennen mehr oder mein Arsch landet im Knast. Ah, echt schade. Das Haus zahlt heutzutage gutes Geld, um Rennen zu kaufen. Man muss sich nicht mal mehr reinhängen. Und wo liegt der Sinn, wenn der Sieger schon vorher feststeht? Im Geld, Bro! Die zahlen wirklich gut. Oh oh. Yeah. Ist schon eine geile Karre, kann man nicht meckern. Speedrun-Aktivität. Fahre durch die Checkpoints und erziele dabei die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit. Fortune Valley hält jede Menge unterschiedliche Aktivitäten für dich bereit. Let's go. Mal sehen, okay. Wie schnell dieses Baby ist. Aua, oh oh. Gegenverkehr. Und nochmal, komm. Die letzte Power Nitro. Sieht man unten rechts? Die ganzen Auflistungen auf den Speed, den wir gerade drauf haben, mit 240 km/h mitten durch die City. Ein Gefühl. Neuer Rekord, hier. Das höre ich doch gern. Also, was sagst du? Ich habe die Nummer von so einem Typ. Kein Interesse. Ich fahre, um zu gewinnen. Aha. Das scheint in letzter Zeit aber nicht oft vorzukommen. Weißt du was? Vergiss es. Find's so cool, wie zwischendurch sich manchmal so eine Zeitlupe aktiviert. Ach, guck mal, hier können wir auch die Kamera wechseln. Praktisch. Was haben wir denn da alles? Rums. Oh, da wirkt das immer besonders schnell, finde ich. Zu einer Frontkamera. Mega speedy. Aha, ich fahre am liebsten so, irgendwie immer von ein bisschen weiter weg. Das ist mir immer am liebsten, ehrlich gesagt. Dann gebe ich mal ein bisschen Gas. Oh, die guten Reifen. Hätte ich noch besser kriegen können. Also richtig kriege ich die immer noch nicht. Okay, Speed Trap Aktivität. Fahre mit Höchstgeschwindigkeit durch eine Speed Trap, um deinen Rekord aufzustellen und Sterne zu erhalten. Sammle weitere Sterne, um gewaltige Belohnung freizuschalten. Ich gebe alles, was geht. 174, ja, ist jetzt nicht so krass gewesen. 178 erreichen. Okay. Tyler, wo ist mein Wagen? Keine Sorge, Weir. Den hier stehle ich nicht. Behandelst du so deine Freunde, Tyler? Tja, kein Wunder, dass deine Crew weg ist. Du verdrehst das alles. Ich wette, sie können es kaum erwarten, von dir zu hören. Dein perfekter Coup ist schiefgelaufen und deine Crew wurde zur meistgesuchten kleinen Gang in Fortune Valley. Miller musste Kleinkriminelle rumkutschieren, um durchzukommen und es heißt, McAllister würde sogar für das Haus fahren. Und euer Mechaniker? Armer alter Ralph. Denkst du, sie werden je wieder mit dir reden? Oh, das war knapp. Oh, schade, der Blechschaden ist vollkommen. Der wird sich nicht freuen. Der wird sich nicht freuen, der Chefe. Da gibt's auf jeden Fall wieder Ärger. Ich bin im Moment dein einziger Scheiß drauf. Du wirst deine Rache an Navarro kriegen und ich werde mein Auto zurückbekommen. Aber du musst Geduld haben, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich betrachte das als ja. Und jetzt komm her, bevor ich dich feuere. Ja, jetzt beruhig dich doch mal. Muss mir so ein bisschen einfahren. Upsala. Der wird sich richtig freuen, wenn ich mit seiner Karre total zerbeult ankomme. Eieiei. Navarro. Was zur Hölle? Die Uhr tickt, Weir. Verkauf das Casino oder wir nehmen es uns. Ach, wie nett. Hat die Fahrt Spaß gemacht?
Hör zu, die Zeit ist noch nicht reif. Ich sage, wann das Spiel beginnt. 6 Monate. Steig aus. Wenn ich auch nur einen Kratzer finde, dann fährst du nur noch den Müllwagen. Müllwagen. Das sieht aber gut aus, ey. Richtig frisch aus. Ist natürlich nichts passiert. Wir haben dann so ein super Beulenspray drauf gemacht, deswegen kein Thema. Wir sehen uns morgen, Hardshot. Okay, Ty. Ab nach Hause. Oh, ja, das ist auch cool. Den restaurieren? Richtig nice, Freunde. Oh. Ah, ich muss nur schnell nach Hause, dann komme ich aus diesen albernen Klamotten raus. Ach cool, wir haben auch ein Zuhause jetzt und sowas, richtig? Kommt viel Storytelling rein, also es ist absolut kein normales Rennspiel. Schlechte Neuigkeiten, Bro, der Boss küsst dir den Lohn. Er hat an dem F-Teil von gestern einen Kratzer entdeckt. Was? Ich hab den nicht verbeult. Hey, ich mach die Regeln nicht. Hör zu, Mann, du musst mir helfen. Ich bin mit der Miete im Rückstand. Hey, hey, glaubst du, ich schwimme in Geld? Hab ich vielleicht ein Porsche-Logo am Arsch? Es ist dein Mist, Bro. Tut mir leid. Keine Miete mehr im Petto. Sieht schlecht aus. Unser Home hier. Hallo, Racer. Ich bin eure Hüterin. Und ihr hört die Stimme der Straße. Live aus der Wildnis von Fortune Valley. Die Straßen rufen nach euch. Sie sind gerade voller erschöpfter Pendler. Aber ihr steckt nicht in der Tretmühle, oder? Ihr seid Racer. Wer von euch kann diese Stadt zähmen? Wer von euch ist im Rausch gewachsen? Hast du das Zeug dazu? Im Rausch der Geschwindigkeit. Der Outlaws Rush kommt nach Fortune Valley. Nur die Besten der Besten können ihn fahren. Nur der Beste wird ihn gewinnen. Bist du es? Der Outlaws Rush? Ja, schon klar. Der Outlaws Rush. Nur der Beste der Besten können gewinnen. Oh, So, ich hab halt mal versucht, zwischendurch normal so zu fahren. So geht das nicht weiter. Statt mir Navarro vorzuknöpfen, verschwende ich meine Zeit mit dem Gambler. Endlich zu Hause. Ty hier, wegen dieser Straßenrennen. Gib mir die Nummer. Und da geht's auch schon wieder von zu Hause los. Also, ich hab gehört, ein Möchtegern-Racer will für das Haus fahren? Richtig. Sag mir einfach wann und wo. Wow, wow, nicht so schnell. Denkst du, das Haus heuert jeden an? Du musst dich erst beweisen. Zeig mir bei ein paar Rennen in der Stadt, was du kannst. Dann kriegst du deine Chance. Oh, da können wir jetzt die Karte öffnen. Sehr schön. Und da sehen wir, da müssen wir hin. Der Lakeside Sprint. Das Haus rekrutiert Fahrer für manipulierte Straßenrennen. Beweise dein Können, indem du gewinnst. Ja, toll. Manipulierte Rennen, ne? Das ist ja immer so eine Sache. Vor allem manipulierte Straßenrennen. Sind die Rennen schon illegal und werden noch illegaler gemacht? Was ist da nur los hier in der Stadt? Auf jeden Fall muss ich ja sagen, dass diese Möhre doch irgendwie ihren Charme hat, die wir hier gerade haben. Da muss man sich wenigstens keine Sorgen machen, wenn ich dann doch mal wieder eine Beule mache. Ich kann mir das sicherlich auch markieren, ja? Zack, das mache ich mal gerade. Ist natürlich einfacher. Ein neues Rennen verfügbar. Racer, ihr hört die Stimme der Straße. Die Straßen flüstern mir zu. Sie flüstern von Rennen, die ein krasser Außenseiter gewinnt, während der Favorit den Sieg durch einen vermeidbaren Fehler aus der natürlich. Hand gibt. Meine Freunde, Überraschungssiege kommen natürlich vor. Aber was sagt es uns, wenn so etwas ständig passiert? Erst auf der Westside, dann in Boomville, dann in Lakeside. In dieser Stadt ist irgendwas faul. Und ich, eure Hüterin, werde herausfinden, was es ist. Ja. Ich hab da so eine Ahnung. Das tut mir aber leid, schönes Auto. Also, da wollte ich gerade mal probieren, wie lange man die Handbremse hier ungefähr in dem Game drücken muss. Die muss man doch schon gut durchpressen. Habe ich auch vorher so gemacht, aber diesmal wollte ich mal nur so klicken probieren, ob der die dann einfach zieht quasi. Weil bei der Karre würde man die ja dann einfach so hochziehen. Ty, Kumpel, wie geht's bei dem Parkdienst-Superstar? Naja, ich... Ah, Mann, das war eine rhetorische Frage. Merkst du sowas nicht? Naja, egal. Du musst das für mich tun. Du kennst doch meine Lieblingsreinigung, oder? Ich hab vergessen, wie sie heißt, aber du weißt es bestimmt. Kannst du meinen Nahtzug abholen? Das wäre echt super. Sorry, Boss. Wie, sollen wir jetzt irgendwie noch einen Anzug abholen? Das ist ja wohl... aber eigentlich ganz cool. Die Stadt ist auch echt ziemlich riesig. Das will ich aber nur nochmal hier mir mal reinziehen. Oh, da sieht man das. Guck mal, was da ganze Areale gibt, die wir noch besuchen können, theoretisch. Alter Schwede.
Okay, ich fahre jetzt hier hin und das will ich jetzt machen. Lakeside Sprint, da muss ich genau drauf fahren auf den Punkt und dann kann ich das quasi aus der Open World heraus starten scheinbar. Let's go, Lakeside Sprint. Okay, mein Freund, dein erster Test steht an. Gewinnst du, sehen wir weiter. Okay, der erste Test für die illegalen Straßenrennen, die manipuliert werden. Dann sind wir dabei. Sehr schön. Okay, direkt mal Nitro gegeben, aber hier. Kalfani hat uns nicht vorbeigelassen. Was ist das denn für ein Schweinepriester? Das Problem ist natürlich auch, wir haben hier eine richtige Krachermöhre, die komplett zusammenfällt beinahe. Aber Nitro hat sie natürlich. Wie auch sonst, ne? Oh, komm da, wir holen mal in der Kurve. Schön, schön. Das war toll. Jetzt gehen wir ein bisschen Nitro in der Kurve. Eigentlich nicht so ratsam, aber... So, den haben wir. Jetzt muss das Nitro nur wieder aufladen. Das dauert ein bisschen. Wurde ja noch ein bisschen Abstand zu gewinnen. Damit wir hier auf der Geraden was aufholen. Oh, das war knapp. Boah, der ist uns auf den Fersen, der Drecksack. Aber ganz schön nah. Ich kann deinen Mundgeruch förmlich riechen. Er soll mein Nitro riechen. Nein. Oh, Zeit verloren. Richtig dumm. Ich muss einfach nur vorne bleiben. Shit. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was für ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Komm, Nitro, gib alles. Alles. Ja. Wow. Ja, puh, das war aber knapp, ihr Fix. Ein paar kleine Fehler und dann wird das schon eine enge Kiste gerade, scheinbar. Huiuiuiui. Tja, das war nicht übel. Das Haus hat vielleicht Verwendung für jemanden wie dich. Je besser der Racer, desto überzeugender die Geschichte. Du weißt, ich bin gut genug für das Haus. Wir werden sehen. Das war ein guter Auftritt. Und vielleicht nur Glück, also fährst du ein weiteres Rennen mit stärkeren Gegnern. Wenn du dich da gut schlägst, wird das schon mehr aussagen. Okay, kein Problem. Ein neues Rennen ist verfügbar. Oh, Return of the Rucksack. Aber ein nicer Track. So, was haben wir denn hier eigentlich? Hier sind ja noch alle möglichen anderen Sachen auf der Karte. Das will ich mal gerade analysieren. Oder kann ich da jetzt einfach rüberfahren? Moment, das will ich jetzt mal sehen. Das ist doch direkt hier vorne, oder? Ah, das ist ein Speed Trap. Alles klar, so ein Blitzer ist das. Und da kann ich mich blitzen lassen, wenn ich da vorbeifahre. Okay. Ich würde mal sagen, dann düsen wir mal rüber zum nächsten Rennen hier. Den Return of the Rucksack. Oh, das ist da vorne. Zack. Oh, da können wir mal gerade lesen. Komm, da können wir gerade identifizieren, was müssen wir da tun. Das Haus will, dass du dein Können in einem weiteren Rennen beweist. Belege den ersten Platz, um dem Ziel, deine Crew zu rächen, einen Schritt näher zu kommen. Dein Wagen, Racer ST140. Der halbe Tag ist schon rum. Ja, sorry. Das geht schnell hier bei den Folgen, Freunde. So, ist markiert. Oh, wir müssen um die Kurve. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel auch mit der Handbremse noch rummantiert. Da verliert man auch ein bisschen viel Zeit. Die brauchen wir nicht immer. Aber bei solchen Aktionen ist sie natürlich super. Oh, da habe ich ein bisschen übertrieben. Ist natürlich auch nicht der Königseck. Dem war das ein bisschen leichter, muss ich ehrlich gesagt verstehen. Aber das ist der Nitro, finde ich super gut. Dass die Karre hier wirklich mit Nitro gepowert wird. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Hat auf jeden Fall echt so einen Open-World-Charme. Tyler, oh. Wo bist du gerade? Ich, in der Nähe. Ist in jedes Casino? Perfekt! Mein Auto muss gewachsen werden und wer könnte das besser als ein Rockstar wie du? Ja, sicher. Sehr schön. Und mach bitte schnell, ja? Danke, Champ. Nö, wir fahren erstmal ein kleines Rennen noch, Bill. Da bin ich dabei, das ist prima. Let's go, let's go. Sei bereit. Gewinnst du, kriegst du die Chance, für den Boss zu fahren. Euch zeigt. Oh, der Paul hat auch einen super Karre. Ist das ein Trabi? Nee, ist er gar nicht, ist er gar nicht. Gibt da echt viele Fahrzeuge. Wow. Oh, da haben wir uns echt schnell an den ersten katapultiert. Das lief echt sauber. Oh, das lief nicht so sauber. Schnell wieder in das Rennen kommen.
Abkürzung. Neue Runde und ich bin vorn. Verdammt. Boah, das war auch eine knappe Geschichte hier. Leute, ich konzentriere mich gerade. Ihr merkt das? Wir nehmen das Rennen verdammt ernst. So richtig, richtig ernst gerade. Yeah. Ich race mir einen ab. Boah, schon wieder die. Die habe ich diesmal sehr souverän genommen. Da kann man nicht meckern, oder? Komm, Freunde. Da gibt es einen Daumen nach oben für. Dafür gibt es einen Daumen nach oben, oder? Ich fand die Abkürzung sehr sympathisch. Die Tankstellenabkürzung war super. So, jetzt haben wir richtig geil Points gut gemacht. Und jetzt können wir hier nochmal das ganze Nitro verpfeffern. So, eine Runde noch. Ja, will ich hoffen. Ich schwitze hier. Ich sitze hier schon. Wir laufen die Schweißperlen nur so runter. Oh nein, was mache ich? Ich Vollhorst. Ich absoluter Dämmel. Ich habe das Rennen so gut gemeistert und dann passiert mir so ein Schlawiner-Manöver. Oh, typisch Sarraza, ey. Ach, dann lernt man super Auto fahren. Aber was wäre es ohne diese Manöver, ne? Da wäre es ja langweilig, ne? Wenn ich mich eben mal noch volle Kanne in so ein Ding fahren würde. Mache ich natürlich alles nur wegen der Spannung beim Let's Play und so. Noch 500 Meter, das höre ich gerne. Okay, Tankstellenabkürzung wieder. Graben wir. Check it, check it. Jetzt machen wir hier den. Zack, so ist am geilsten. Und wir haben es trotzdem noch geschafft. Yo, Event abgeschlossen. Wir sind Erster. Hier. Und, bist du jetzt überzeugt? Gut, du hast bewiesen, dass du fahren kannst. Das will ich meinen. Nicht. Du kriegst von uns einen neuen Wagen, der auch was hermacht. Ja, endlich. Navarro krempelt die Straßen um und wenn du dich mit uns gut stellst, kannst du dabei sein. Aber das Haus ist ein Geschäft. Vergiss das nicht. Bestimmt nicht. Gut. Willkommen beim Haus. Wollt mal einen Burnout probieren hier? Sollen wir die Karre noch haben? Yeah! Wie geil ist das denn? Juhu. Oh, Entschuldigung, ich fahre ja schon weiter. Das mache ich sonst auch immer mit meinem Muster. Immer zwischendurch. Das ist ja so völlig sinnlos, solche Burnouts. Es sieht so viel Gummi auf dem Asphalt. Das lohnt sich überhaupt nicht. Also wer das Geld hat, gerne, soll das machen. Aber es ist natürlich auch ziemliche Straßenbeschädigung. Wird auch nicht so gern gesehen, auch wegen Lautstärke und so. Ach, hier ist ja jetzt schön. Wir sind hier gelandet. Sieht ja ganz nett aus hier in der Stadt. Da vorne, da hinten ist auch so ein Turm und so. Das müssen wir alles noch entdecken. Aber erstmal geht's hier rüber zum nächsten Informationspunkt. Zum nächsten Zielpunkt und hier sind wir schon mal rumgefahren. Erinnert ihr euch? Sind gar nicht so lange her. Da sind wir hier schon mal rumgefahren. Ein paar Minuten erst. Ah, ich habe ihn irgendwie lieb gewonnen. Ich habe dieses Fahrzeug irgendwie lieb gewonnen. Oder? Wow. Mein kleiner Drehkreise für zwischendurch, man gönnt sich ja sonst nichts. Bum, 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 bum. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier nur wieder gelandet? Unter der Brücke? Ist ja wieder typisch. Oh Gott, da sieht's aus, als würden wir gleich erschossen werden. Das sieht nur nach so einem. Das könnte ins Auge gehen. Meint ihr, wir sollen da wirklich hingehen? Sollen wir das wirklich tun? Nice! Ich glaube, das war gut, dass wir hier waren. Ernsthaft? 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 Wir haben jetzt einen fetten M5 oder was? Okay, das hätten wir. Navarro, jetzt bist du dran. Ah, weil wir nicht ein bisschen voreilig sind, aber ich will mal gerade die Karosse hier zeigen. Alter Schwede, der ist ja mal mega fett, ey. Oder? Der sieht richtig cool aus. Wie findet ihr die Karre? Hallo, Racer. Ach, die schon wieder. Eure Hüterin möchte euch daran erinnern, die Welt da draußen zu erkunden. Wieso solltet ihr von Rennen zu Rennen hetzen? Fahrt durch Silver Rock und stellt in ein oder drei Aktivitäten ein Ergebnis auf. Es gibt so viel zu tun, womit ihr euch beschäftigen und euren Ruf aufbauen könnt. Gut zu wissen. Danke, du alte Racerin. Also ich muss ja sagen, ich finde ein bisschen zu tief. Und wisst ihr, was ich auch noch cool finden würde, wenn man, wenn er schwarz wäre einfach. Ich mag die ganzen Aufdrucke und sowas nicht so gerne. Man braucht natürlich ein paar Sponsoren, ne? Muss man da drauf machen. So, da steht der Speed Hunters. Was ist denn das? Der SS3, Alter. Das Ding ist aber richtig nice. Also ich mag den. Ich bin aber auch ein Fan von BMWs. Ich bin aber nicht so ein Fetischisten-Fan von BMW, wisst ihr? Ich mag auch andere Autos. Ich finde auch einen Porsche cool. Ich finde auch
Ich finde auch Audis manche cool, ich finde auch Mercedes manche cool, ich finde auch Ferrari manche cool. Ich mag auch manche Kleinwagen und manche Oldtimer. Also ich bin nicht so total fokussiert, dass ich sage, das muss das oder das Auto sein. Aber die Karre ist natürlich nicht von schlechten Eltern. So, warum sollten wir von Rennen zu Rennen hetzen? Wir können ja mal ein bisschen hier durch die City pesen. Jetzt soll ich mal ein bisschen erkunden gerade. Wir jetzt schon diese schöne neue Schüssel haben mit unserem M5. Den haben wir geschenkt bekommen, ist aber nett. Dafür, dass wir zwei... Tyler, hey! Du fährst doch nicht heimlich irgendwelche Rennen, oder? Was? Nein, natürlich nicht. War nur ein Scherz. Ich weiß, du würdest das nie tun. Du stehst zu deinem Wort, aber hör zu. Das Haus veranstaltet in der Stadt gerade Tryout-Rennen. Halt dich von ihnen fern. Nicht, dass Navarro dich noch erkennt und ich meine Karten zu früh aufdecken muss. Geht klar, Boss. Ja, und unser Tyler, der Hauptcharakter, den wir ja spielen, der ist ein bisschen ungestüm, hat nicht so viel Geduld. Ach ja, ach ja. Old Haven Casino. Ja, ist so ein bisschen... Die Stadt ist so ein bisschen Las Vegas-Style nachgeahmt, ne? Kann man so stehen lassen, glaube ich. Und das könnte zum Beispiel auch der Stratosphere Tower sein, den es Las Vegas gibt hier vorne. Kann ich jetzt hier gar nicht zeigen, oder? Kann ich den jetzt hier mit der Kamera? Muss ein bisschen weiter zurückfahren wieder. Oh, Entschuldigung. Aber ich wollte schon immer mal so rückwärts fahren. Weil dieser Turm hier auf jeden Fall, der könnte den Stratosphere Tower nachgeahmt sein. Ich fahre jetzt mal hier ein bisschen hin, weil der ist ja so hoch. Weiß gar nicht, ob man da mit der Kamera hochschalten kann. Aber hier, da sieht man es. Der ist auf jeden Fall dem Stratosphere Tower nachgeahmt. Und wenn er da reingeht, dann könnte er in Wirklichkeit einen Sprung von dem Turm machen. Von ganz oben runter. 300 Meter oder so. Und wisst ihr was? Ich habe den schon gemacht, diesen Sprung. Könnt ihr euch angucken in dem Video. Der ist, glaube ich, Megasprung. Irgendwas Las Vegas, Saraza oder Super Home. Ich gebe das doch mal ein. Da bin ich von dem Turm halt runtergesprungen. Der Stratosphere Tower. Einfach nur ein kleiner Fun Fact. Und ich war ja schon sehr oft in Las Vegas. Mag die Stadt hier. Guck mal, das kennt man ja auch. Sehr schön. Booms. Ja, da können wir auf jeden Fall noch viel, viel entdecken. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Und zwar in der nächsten Episode von Let's Play Need for Speed Payback. Dann auch mit unserem coolen M5 hier. Yeah. Bum, 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 bum. Bis dahin. There's something much bigger going on here.